Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Holter, es ist sehr wohl verständlich, das, was Sie hier vorgetragen hatten, geht ja auch ein Stück deutlich über den Antrag hinaus. Natürlich in der heutigen medialen Welt, in der wir sind, spielt das Internet und der Zugang für uns eine ganz große Rolle. In vielen Lebensbereichen, es gibt also kaum einen Lebensbereich, der davon ausgenommen ist. Trotzdem und unabhängig davon muss es Regularien geben über die Nutzung und die Zugänglichkeit eines solchen Netzes. Erstaunlich ist das natürlich auch schon, ist mir gestern auch aufgefallen, dass auch seitens der Fraktion Die Linke Bundesratsinitiativen aufgegriffen werden, um Paralleldebatten hier im Landtag zu führen. Ist schon ein bisschen eigenartig. Aber da will ich auf den 6. November 2015 noch mal eingehen. Und das scheint aber nicht der optimale Tag für Sie gewesen zu sein. Denn schon gestern stellten wir ja fest, dass das auch am Ziel vorbeiging. Und hier der 6.11. hier scheinbar auch. Denn am 6.11. in der Beratung dieser Gesetzesinitiative der Bundesregierung zu der Änderung des Telemedizingesetzes. Entschuldigung. Ja, richtig. Danke, Herr Ritter. Ja, ist genau richtig, dass. Telemediengesetz steht auch hier, ist richtig so. Und dazu gibt der Ausschuss für innere Angelegenheiten dem Bundesrat dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendung zu erheben. Das heißt also, diese Initiative der Bundesregierung weiter zu verfolgen. Und wie Minister Klawe dazu auch schon deutlich gemacht hat, besteht auch gar kein Zweifel, dass die Landesregierung diese Initiative im Bundesrat nicht unterstützen will. Das hat es vorher schon nicht gegeben, keine Zweifel daran. Und der Minister hat auch keine daran gelassen. Aber unabhängig davon will ich doch auch noch mal darauf eingehen, auf die Situation, weshalb die freien Netze und die Zugänglichkeit des Freifunks hier in unserem Land, in der Bundesrepublik, etwas eingeschränkt ist. Das ist ja nicht der Umstand, dass keine öffentlichen Immobilien zur Verfügung stehen, wo Antennen, wo Anlagen aufgebaut werden, um dann dafür den Freifunk und die mobilen Netze zu nutzen. Es ist genau die Störerhaftung, die da ist. Und das ist in der Gesetzesinitiative der Bundesregierung eben in den Bundesrat reingekommen, zur Beratung dazu. Weil das ja wohl eine rechtliche Frage ist, die es zu klären gilt. Das sind Urheberrechte, sind zu beachten. Das sind also viele, viele Dinge. Das sind also ungenehmigte Downloads, die durchgeführt werden. Und das gilt zu verhindern. Es ist ein Rechtsschutz für alle, die diesen Freifunk auch nutzen wollen. Und von daher kann man das also nicht in so einer Oberflächlichkeit sagen, ja gut, wir machen das, wir schalten das mal für alle frei. Und wie die Haftungsfrage aussieht, das interessiert uns einfach erstmal nicht. Grundsätzlich halte ich nichts davon, bin am Anfang davon, darauf eingegangen, Initiativen, die im Bundesrat stattfinden, dann hier nochmal eine Paralleldebatte bei uns im Landtag durchzuführen, wo die Zuständigkeit beim Bund ist und nicht allein bei diesem Land, zumal die Landesregierung, der Minister Klawe, ganz deutlich hier zum Ausdruck gebracht hat, im Bundesrat die Initiative zu unterstützen. Meine Damen und Herren, aus diesem Grund wird unsere Fraktion Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Eifler. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Peter Reit für die Fraktion der NPD. Frau Präsidentin!